Hier stehen folgende Hinweise. Erstens, unter dem Schiff. Zweitens, Symbol im Spiegel. Drittens, Alter der Mary. Unter dem Schiff. Aber die Symbole... Ach so, na klar. Vielleicht findet man hier einen Hinweis. Auf dem Zettel stand, eines der Symbole solle unter dem Schiff zu finden sein. Ob das Buddelschiff gemeint ist? Bestimmt. Guck mal nach. Hopp. Ich kann nichts erkennen. Ob ich wirklich die Flasche kaputt machen muss? Wär schade drum. Ich werde dich am Querbaum aufknüpfen. Ja, ja. Sei ruhig, du musst konzentrieren. Mist, kein Symbol unter dem Schiff. Ich war mir so sicher. Na klasse. Das war die Halterung für das Buddelschiff. Die Flasche lag auf dem Holz und... Moment! Da ist das Symbol. Ein Quadrat mit einem Kreis drin. Ein Quadrat mit Kreis. Okay. Da haben wir doch schon mal den ersten Hinweis. Ja, dann müssen wir bestimmt... die Mary nach dem Alter fragen. Das machen wir mal. Das machen wir. Hey Mary! Nun, was geht's? Genau, probieren wir es doch mal auf die direkte Art. Die Luke zum Frachtraum ist mit einem Symbolschloss versperrt. Wie lautet die Kombination? Keine Ahnung. Das Ding hat Captain Olos angebracht, weil er Angst um seine Schlössersammlung hatte. Feigling. Warum eigentlich? Wann genau hat Kapitän Olos das Zahlenschloss angebracht? Lass mich überlegen. Evans, Kapitän Q, Kapitän Warreps und davor war Kapitän Olos hier. Das muss vor 12 Jahren gewesen sein. Vor 12 Jahren also. 12 Jahren? Okay. Man fragt zwar keine Frau, wie alt sie ist, aber wir wagen es trotzdem mal. Wie alt bist du, Mary? Ist das eine Frage, die man einer Lady stellt? Ich habe zuerst gefragt. Und ich werde nicht antworten. Ja, das klingt doch nach einer guten Antwort. Quid quo pro, Mary. Was? Quid quo pro. Du meinst quid pro quo. Genau. Ich sage dir etwas von mir, dann sagst du mir etwas von dir. Ich wurde in Hufenhausen geboren. Wie alt bist du? Voraussetzung für das Spiel ist, dass mich irgendetwas an dir interessiert. Aber ich bin interessant und tiefgründig und so. Genau. Schon klar. Ich bin sehr tiefgründig. Probieren wir es doch mal mit einem Kompliment. Ich finde es unglaublich, wie jung und strahlend du aussiehst. Ach ja? Ja. Ja, dein Holz glänzt, deine Nieten sind blank. Erzähl weiter. Deine Taue sind straff, dein Rumpf ist kurvig. Du siehst aus wie gerade aus der Werft gelaufen. Alter Charmeur! Ich halte mich tatsächlich recht gut. Und ob, du siehst keinen Tag älter aus als 95? Ich bin 81. Viel zu einfach. 81. Okay. So alt schon. Na gut. Ich denke mal, damit können wir was anfangen. Bis später, Mary. Bis später, Kleiner. So, dann haben wir nur noch den Spiegel. Abgesehen von dem Spiegelbild kann ich nichts Außergewöhnliches entdecken. Okay. Ach, das muss der schönste Tag im Leben dies... Den hatten wir schon. Wie... Das Puder vielleicht auftragen? Wir probieren es mal. Ah. Die Daumenabdrücke bilden ein Symbol. Ein X mit einem Kreis darüber. Okay. Ich war jetzt nochmal die genaue Reihenfolge. Hier stehen folgende Hinweise. Erstens, unter dem Schiff. Genau. Zweitens, Symbol im Spiegel. Drittens, Alter der Mary. Schiff, Spiegel, Mary. Wir probieren es nochmal. Also gut, 3 Räder, jedes mit mehreren Symbolen. Das vom Spiegel war dann das hier. Dann vom Schiff. Das müsste dann das... Ah, perfekt.
Na also. Da haben wir's schon. Ja, voll. Und dann gehen wir mal raus. Oder in die Luke, besser gesagt. Mal sehen. Da ist eine Schiebeluke. Die müsste nach draußen führen. Nach draußen? Das klang jetzt aber nicht sehr gesund. Ah. Die Axt scheint da ganz schön stumpf zu sein, wenn sie da nicht durchkommt. Ist ja auch nur Holz, ne? Naja. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Masas mich so einfach übertölpeln konnte. Echt mal. Ich meine mich, den Meister der billigen Tricks, ja? Aber hallo, das passiert uns kein zweites Mal. Das nehmen wir mit. So. Jetzt müssen wir die loswerden, ne? Ewig wird Masas nicht brauchen, um die Luke zu zertrümmern. Wenn ich ihr die Axt klauen könnte, würde sie das behindern. Vielleicht kann ich sie irgendwie hierher locken und mich dann durch die Kabine zur Luke schleichen. Herlocken. Mit der Tröte wäre was, aber das bringt doch alleine nichts. Mit den Seilen. Ich könnte den Haken an ihrem Gürtel befestigen, aber sie würde es merken und dann hätte ich schlechte Karten. Ich probiere jetzt einfach mal die Tröte. Das Ding wurde in den tiefsten Kreisen der Hölle von wahnsinnigen und ziemlich betrunkenen Hexenmeistern entwickelt. Mindestens. Aber bestimmt. Komm, benutz mal. Was? Was für ein Geräusch. Mach endlich auf, Nate! Du hast doch... Seltsam. Wieder weg? Und jetzt? Mist, zu langsam. Masas lässt sich nicht lange genug ablenken, wenn ich nur einmal kurz Lärm mache. Also müssen wir noch länger Lärm machen. Aber wie? Das Feuer im Ofen ist erloschen. Ich sehe nur noch einige glimmende Holzstücke in der Mitte. Okay. Ich gehe nochmal raus. Was haben wir hier? Propeller. Ein falscher Tritt. Das war's dann mit der Jugendfreigabe. Oh nein, das wollen wir auf keinen Fall. Ab welchem Alter ist das Spiel? Ab 12. Ja, das wollen wir vermeiden. Enderhaken. Den müssen wir doch an der Strickleiter. Zack. Mach endlich auf, Nate. Du hast doch keine Chance. Inwiefern hilft mir das? Ah. Wir können da hochklettern. Wunderbar. Reparaturkiste. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Werkzeug und Materialien, mit denen man die Ballons pflegen und reparieren kann. Bürste, Spachtel, eine Nadel mit reißfestem Garn, eine Rolle Klebeband. Den nehme ich mal mit. Jawohl. Klebeband ist das Mittel für alles. Mach endlich auf, Nate. Du hast doch keine Chance. Eine Fahne mit einem seltsamen Wappen. Sie ist mit 4 Schnüren an die Außenhülle des Hauptballons geknotet. Nehmen wir mit. Keine Chance. Die Knoten trotzen nicht nur Wind und Wetter. Okay. Die Frage ist, für was brauche ich jetzt die Plane? Haben wir hier irgendwas zum Abschneiden? Den anderen Kram brauche ich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die Ballons auch ohne Reparatur noch ein paar hundert Meilen durchhalten. Mach endlich auf, Nate! Du hast doch keine Chance! Ach, halt die Klappe. Mach endlich auf, Nate! Ja. Du hast doch keine Chance! Du wiederholst dich. Was hängt hier eigentlich? Okay. Scheint nie weiter wichtig zu sein. Was haben wir denn hier noch? Wir können noch runterklettern und sonst gibt's hier nicht viel. Von hier oben sieht Masas fast wie eine Ameise aus. Eine 80 Kilo schwere, muskelbepackte grüne Kopfgeldjäger-Ameise. Mutantenameise genannt. Ich brauche die Fahne, aber wofür? Ist mir noch nicht ganz klar. Und ich muss die losschneiden. Ah, Tank. Irgendein Tank. Vielleicht ein Wasserspeicher oder ein Ballasttank? Ich gebe zu, dass ich kein Luftschiff-Experte bin. Noch nicht.
Alles zu seiner Zeit. Irgendeine Zeit. Ich gebe zu, dass ich kann. Ja, ja. Mit dem kann man scheinbar irgendwas machen. Klar, ich könnte das Ding an den Tank kleben. Und dann? Der Flugwind würde nicht kräftig genug durch die kleine Mundöffnung blasen. Ah, jetzt dämmert's langsam bei mir. Mit der Schulter. Klar, ich könnte das Ding an den Tank kleben. Ah, gleiche Antwort. Okay. Ich könnte das Ding an... Immer noch nie. Sag mal. Okay. Kombinationsgabe. Bis wir nichts mehr haben. Was? Spaßinstrument. Mach endlich auf, Nate! Spaßinstrument. Du hast doch keine Chance! Das benutzen wir jetzt. Hm, das könnte funktionieren. Die Tröte dient als Trichter und presst den Flugwind ins Mundstück. So entstand die klassische Autohube. Jetzt aber schnell. Ja, mach die Luke auf und dann... Mach immer, was du tun willst. Ja. Und weg mit der Axt. Das war knapp. Aber ich hab die Axt. Das verschafft mir zumindest etwas Zeit. Oder wir schlagen sie einfach tot. Und jetzt? Haben wir die Axt? Die Axt ist nicht allzu scharf. Ich bin mir nicht sicher, aber Masas könnte sie absichtlich stumpf halten. Es kursieren Gerüchte über sie, einen stumpfen Kochlöffel und das Herz eines Feindes. Die Details erspare ich mir. Besser ist das. So, die Frage ist, was tun wir jetzt mit der Axt? Marie, hilf mir! Immerhin hat sie mir den Tipp mit der Luke gegeben. Aber ich glaube, es wird noch dauern, bis sie mich als ihren Kapitän akzeptiert. Ja, das kann sich nur noch um Jahre handeln. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir müssen bestimmt nochmal nach draußen. So. Ah, mir dämmert's. Wir klettern nach oben. Und jetzt hacken wir die schöne Fahne ab. Damit müsste ich die Schnüre durchsteuern können. Hab sie. Perfekt. Jetzt gehen wir wieder runter. So, was machen wir jetzt mit der Fahne? Die könnte man... Das würde es merken, wenn ich die Fahne an ihrer Kleidung festknurrte. Das würde zu lange dauern. Richtig. Also... Nimm das ich Seil. Ich glaube, da oben ist nichts mehr für mich. Aber das Seil könnte noch nützlich sein. Vielleicht können wir die Fahne mit dem Seil. Ja. Und jetzt probieren wir es nochmal. Oh Mann, ich bin zu jung zum Sterben. Aber hallo. Bist du lebensmüde? Und jetzt wirf hoch. Was ist das? Fallen lassen! Das da? Niemals. Aber gerne. Sagt dir eigentlich der Begriff Bremsschirm etwas? Und tschüssi. Sasi, Sasi, du solltest dich halt nicht mit jemandem anlegen, der klüger ist als du. Richtig. Komm noch ein Stück näher. Dann zeige ich dir, mit wem du dich nicht anlegen solltest. Wen dem? Löse einen Finger. Eins. Ich warne dich, Nate. Was kommt nach der Eins? Zwei. Ja. Überleg dir das. Ich werde dich bis ans Ende der Welt verfolgen und ich werde meine Rache bekommen. Wo ist der Unterschied? Du jagst mich jetzt schon, obwohl ich einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Aber nächstes Mal wäre es etwas Persönliches. Wir sind mitten über den Nordlanden, Meilen entfernt von der nächsten Siedlung. Bis du ein Schiff organisiert hast, bin ich mehrere Tagesreisen von hier entfernt. Und was kommt nach der 2? Löse es auf, Nate. Oh, nur noch ein kleiner knubbeliger Finger übrig. Wie er sich freut. Weißt du was, Nate? Ich werde dich jetzt verlassen. Aber wir werden uns früher wiedersehen, als du glaubst. Aber... Ich hoffe nie. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich schon finden. Oh. Allzu weit wirst du schließlich nicht mehr kommen. Dreh dich mal um, mein Freund. Was zum... Gefahr! Gefahr! Ja.
Na, das klang nicht sehr gesund. Unverschämtheit! Hey, sieh! Das hier ist ein von Petra bewachtes Naturschutzgebiet. Aua, hör auf. Und wenn sie nun auf einem der Pinguine gelandet wären, hm? Was dann? Hilfe! Undefinierbare Geräusche. Was zum... Ein Yeti. Wow. Der ist ja hässlich. Ich befürchte, ich weiß, was das ist. Und ich befürchte, ich weiß, was ich für ihn bin. Was denn? Nahrung? Okay, dann würde ich sagen, befreien wir uns mal, ne?